Ja, willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute wieder Mephisto gegen die Welt angesagt. Mephisto Amsterdam 1900, ich meine 85 Weltmeister geworden. Also das erste Programm von Richard Leng für Mephisto nach Psion Chess. Und es geht nun los. Überrascht hat mich, dass er nach D4 Springer C6 mit D5 noch in der Theorie war. Da Springer E5 war auch E4 noch Buch. Und danach war er aus dem Buch draußen. Ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht ist das ja so. Kann ja möglich sein, dass das Originalgerät das auch so spielt. Aber es kann ja sein, dass die Öffnungen modifiziert sind bei den Emulatoren oder ob er das tatsächlich als Buch hat. Dass sie das tatsächlich mit ins Buch reingenommen haben, weil er sonst zu früh auf sich alleine gestellt ist und dann wohl zu schlecht Butter gespielt hat. Da haben sie das halt mit reingenommen ins Buch. Und man sieht schon, der Gegner kann nicht marochieren. Der Dame B3, B5 Trick hat jetzt wohl einen Bauern gekostet. Und das Ganze ist ja auch recht offen für den König hier. Und der Amsterdam freut sich. So was Ähnliches werden wir in umgekehrter Art später nochmal sehen. Also der König des Amsterdam muss aus seinem Rochaderecht herausziehen. Das ist auch eine sehr spannende Partie. 2190 hat der erlesene Freund des Online-Schachs hier. Er bemüht sich, beste Züge zu machen. Und was macht der Amsterdam? Das, was Schachcomputer am besten können. Er schlägt einen Bauern nach den anderen weg hier. Und hier fällt schon der nächste Bauer. Drei Freibauern am Damenflügel und gleichzeitig drei Mehrbauern. Dame H4 möchte ein bisschen öde matt drohen. Einfach H3. Jetzt sind beide Figuren angegriffen. Das müsste eigentlich hätte schon Läufer schlägt C5 kommen müssen. Dame nach B6. Das kostet endgültig Material. Und der Gegner gibt sich geschlagen. Und die nächste Partie folgt auf dem Fuße. 18:24. Ein bisschen öde schon hier gegen sowas spielen zu müssen. Hier sagt sich der Amsterdam, was ist da los hier? Ich bin doch so gut. Und jetzt hier, ja, normale Damengambit-Struktur nach Läufer B4 war er aus dem Buch, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt das nur ein Nachteil ist. Ist wohl so eine Damengambit nimmt so ähnlich Hybrid, soll das wohl sein. Wonach der Gegner kurz überlegt. Immer wenn diese Taskleiste kurz zu sehen ist, habe ich kurz pausiert, weil mir das sonst zu lang gedauert hätte. Man weiß nie, was passiert. Nachher ist das ein Gegner. Der braucht dann hier, oder der lässt einfach die Zeit ablaufen und dann man lässt hier die Aufnahme die ganze Zeit laufen, das ist ja unnötig. Und hier wird noch weiter getauscht. Na, E4, Springer, Bauer, C3, ich weiß nicht. Er nimmt auf jeden Fall mit dem Läufer weg und will sich den nächsten Bauern einverleiben. Dame nach B3 und noch. Es wäre vielleicht auch gegangen, weil der Läufer ja auch hier mit Schach hängt. Also hier Rochade, Rochade. Und Läufer F6, Springer D5 schlägt. Droht jetzt halt diesen Läufer mit Schach auszuhauen. Und dann kommt es noch viel schlimmer. Da kommt noch ein D5. Und ja, der Lippo musste hier wieder applaudieren. Hier Applaus für den Gegner. Es freute ihm aufs Wärmste hier. Läufer G4, B7 schlägt. Läufer F3, A8 schlägt. Dame. Deswegen erst Turm B8 und Springer D4. Das ist wohl hier auch schon gelaufen. 2065 schon für den Mephisto Amsterdam, den es ja nur in der 16-Bit-Version gab. Es gab eine 32-Bit-Version auf der Weltmeisterschaft, das war allerdings auf einem Spezialrechner lief das, also das war nicht keine Brettversion. Im Handel gab es nur 16-Bit von Amsterdam und Dame nach C4. Vermutlich, ja, der Richard Leng hat ja mal gesagt in dem Interview, es wäre für ihn eine der herausragenden Leistungen gewesen, die erste WM mit dem Amsterdam so überlegen zu gewinnen. Das war für ihn schon ganz ein starkes Ereignis, ein prägendes Ereignis, was ihm in Erinnerung geblieben ist. Ja, und hier C6, jetzt allmählich wird es hier so Tragödie. Schwarz versuchte noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen Gegenspiel zu kreieren, indem er irgendwie versucht, Züge zu machen. Und hier stellt er noch den Turm ein und gibt sich geschlagen. Der Amsterdam gewinnt hiermit auch die zweite Partie. 2324. Man vermag es kaum zu glauben. Und das ist diese Springer C6, D5, Springer E5 Geschichte. Das hat er tatsächlich auf Theorie gehabt. D6 und Springer C3, C6. Ja, nimmt er auf C6 raus. Ich hätte eher mit dem Springer rausgeschlagen auf C6. Das wären dann so sizilianische Strukturen gewesen mit einem normalen Sizilianer. Mit dem Bauern zu nehmen, ist jetzt auch nicht so der Brüller gewesen. Nun müssen wir noch ein bisschen warten. Hier Springer G6. Kann sie natürlich nicht schlagen lassen, mit einem Doppelbauern geben.
Rochade Dame C7, Läufer nach E3, es wird sich beidseitig entwickelt. Weiß hat sich schon komplett fertig entwickelt. E5, Läufer nach C4, gruppiert die Figur ein bisschen um. Wonach H6, warum nicht Läufer E7, Rochade zum Beispiel, Dame D2 und als nächstes folgt hier Dame A5. Schwarz möchte nicht rochieren. Meine Güte. Springer D5, der Trick ist, dass F6 mit Schach hängt, wohl für den Doppelbauern gespielt, diesen Zug hier und dann Läufer schlägt. Und das Problem ist allerdings hier, dass es eine sehr geschlossene, ja nicht sehr geschlossene, aber eine Art geschlossene Stellung bringen wird hier im Endeffekt. Wobei, ja, der Amsterdam halt nicht so weiß, was er ziehen soll und das sieht dann eher danach aus, als würde der Amsterdam Figuren hin und her schieben. Das Problem ist allerdings für den Gegner, und das war wohl auch der Grund, warum er verloren hat, dass er meint, gewinnen zu müssen, dass er also dann aktiv anfängt, auf Gewinn zu spielen. Und das war wohl der Nachteil. Ich glaube, wenn man das auf Remis gespielt hätte, dann wäre es auch Remis geworden. Also gar keinen großen Antrieb auf Gewinnspiel, einfach nur Figuren sicher hin und her schieben. Dann wäre das wohl nicht gewonnen gewesen. So, B3 hier. Da ist auch nichts Greifbares. Ich hätte vielleicht versucht, Springer D2, C4, sowas in der Art hätte ich versucht, den Springer rüberzuschieben auf den anderen Flügel. Dann man hätte aber der Läufer im Weg gestanden. Der zieht erstmal beiseite hier. Ich glaube, so Umgruppierungen, die hat er nicht so drauf hier. Läufer C1, das wisst so zu weit in der Ferne, meinetwegen auch so, was später angedacht war von mir. Springer D2, B1, A3, B5. Um den Springer auf B5 einzunisten, das sehen die, glaube ich, gar nicht. Das ist einfach zu weit in weiter Ferne weg. König E7, König F1 und Turm H8. Ich habe wieder die Mühsephase. Ich sollte mal die Lampe anmachen. Und Läufer nach C1. Möchte gerne tauschen auf F4, was später sogar noch folgen wird. Das ist hier, man sieht ja, es ist einfach nur Figuren hin und her schieben. Einen großen Sinn kann man darin nicht erkennen. Der Amsterdam findet einfach nicht den passenden Plan oder sagen wir mal so, der Gegner lässt keine taktischen Möglichkeiten zu. Und jetzt hier läuft der Turm B2, ist rote, der Turm schlägt A4 zum Beispiel, ja, der Turm, der hätte gegangen hätte. Das wird erstmal abgedeckt. Der Gegner muss erschreckt feststellen, das hat mein Gegner doch tatsächlich gesehen. Wieso gewinne ich denn nicht? Bibbert schon um seine Zahl. Ein bisschen runterscrollen, so hier. Meine Güte, seit dass der Winter vorbei ist, dann vielleicht verschwindet aber eine Wintersmüdigkeit. So, der Turm verdoppelt sich auf der Ziellinie. Ich kann da keinen Grund erkennen. Ich hatte hier überlegt, ob hier eventuell Springer D2, B1, A3, B5 möglich wäre. Obwohl der D-Bau ist ja nie wirklich in Gefahr. Die Figuren werden wieder hin und her geschoben. Der Gegner marschiert mit seinem König. Hier E5, total übersehen E5. Und hier fängt an, die Partie zusammenzubrechen. Nach diesem Öffner der Stellung, quasi der Dosenöffner der Position hier. Und jetzt schon zwei Freibauern geschaffen worden. Und da geht dann nur noch eine Minute. Die Zahl ist arg in Gefahr. König D3, greift den Turm an. Meine Güte, wenn man einmal so eine müde Phase hat, schreibt es in die Kommentare, ob ihr euch auch dann immer einen so abgähnt. Ja, und Turm D5. Ich hätte eher gedacht, mich haben diese Schachs eher irritiert hier. Warum nicht einfach Turm C8? Um dann mit dem König an den Bauern ranzuziehen. Stattdessen gibt er den Bauern und hat den H-Bauern genommen. Das ist natürlich immer noch gewonnen, die Stellung hier. Aber die Computer haben das manchmal wirklich drauf, das so in die Länge zu ziehen. Wie Kaugummi wird die Partie dann gezogen hier. Während der Gegner verzweifelt versucht, immer schneller zu werden. Und hier hat der Lippo schon selber weitergespielt. Aber was soll man sagen? Das ist sie halt zeitlich gewonnen gewesen. Er konnte es nicht glauben, der Gegner hier. Ich kann leider nicht pausieren, um abzugähnen. Und was mache ich denn jetzt hier? Hier kommt die nächste Partie auch schon auf dem Fuße. Meine Güte. Läufer G5, der Gegner fühlte sich wohl ein bisschen persönlich angegriffen. Das war aber aus der Bibliothek gespielt. D4, D5, Läufer G5, da geht er schon beleidigt.
Was ist der los hier für eine Show? Den finde ich gar nicht so gut. Was hätte er denn auf Läuferschlägt H3 gemacht? Läuferschlägt D6? Bestimmt nicht H3 schlägt, Läufer F4 schlägt. Stattdessen wird hier normal 0 nach 15 mäßig weggetauscht. Läufer E2 und jetzt kommt die Springer E7, Rochade G6. Nicht so gut wegen G4 und der Läufer hat instant keine Felder mehr. Und das Problem ist, nach beidseitigem Applaus mit G5 hat er gedacht, ich applaudiere auch. Ich habe alles im Griff. Droht F6, Springer folgt Dame, König. Und das ist der Grund, warum der Läufer gar nicht wegziehen kann. Das ist schon der Figurenverlust. Und der werte Schachfreund aus deutschen Landen kann es nicht glauben. Was ist denn los? Was habe ich denn hier verkehrt gemacht? Wieso haue ich mir nicht mit dem Hammer im Kopf? Und Läufer schlägt E5, der Springer ist durch die Dame auch noch gedeckt. Und der Computer hat sich hier schon plus 9,99 gesehen, was man auch durchaus verstehen kann. Das ist ja auch total gewonnen. Ja, und Springer C6, Dame F3 greift diesen Springer wieder an und hier ist ja nicht die Partie schon längst gelaufen hier. Da kann man sich auch nur noch eins zurechtgehen hier, wenn man diese Partie sieht. Ich weiß gar nicht, warum man weiterspielt. Sie werden noch mehr Puppen eingekoffert. Springer D5 Schach. Weiß gar nicht, Pünktchen, Pünktchen, kann es sein, dass er matt angesagt hat. Und weiter geht es mit der nächsten Partie. Alles gewonnen. Ist das Weißrussland oder was? Diese Flagge hier. Der Schachfreund aus anderen Landen. Der möchte auch Schach genießen hier. Und es wird so eine Art Darasch-Verteidigung, soll das wohl darstellen hier. Der Amsterdam muss schon rechnen. Jetzt hier haben wir Läufer D3 und Rochade A6. Möchte gerne den Damenflügel aufrollen. Da wird weiter Material getauscht. Vielleicht hätte man da Dame nehmen können, mit der Idee, die Diagonale aufzuhalten. Die A8, H1-Diagonale. Stattdessen nimmt er dann doch mit dem Bauern. Vielleicht ein bisschen mit der Idee gewesen, C4 zu ziehen. Mir hat diese Stellung ein bisschen optisch besser gefallen, obwohl Weiß natürlich die guten Läuferdiagonalen hat. Er nimmt dann irgendwann mal mit dem Bauern. Dann C4, B5 wäre vielleicht der Plan gewesen. Stattdessen wird er erstmal weggetauscht. Auf H7 droht der Bauer zu fallen. Springer B4, Läufer H7. Interessant wäre es gewesen, was passiert wäre nach G6, ob er dann mit Läufer G6 schlägt, der schon Bauer den Läufer geben müssen. Aber dann wäre es natürlich auch sehr offen gewesen, wie ein Schollentor am Königsflügel. Und Dame B1, die Dame muss ja weg. Ja, was soll man dazu sagen? Mal gucken, wie weit ist denn die Scrollliste noch? Ich sitze hier und fühle mich so, als könnte ich jeden Moment ins Bett gehen. Was haben wir? 16.44 Uhr. Ich fühle mich hier wie 23.44 Uhr. Ich kann es nicht glauben. Und jetzt hier C4. Ja, Weiß hat halt den Bauern mehr und steht jetzt auch sehr viel besser. Jetzt droht schon diese Fork auf G6. Das Problem ist aber, A3 droht auch, weil der Springer hat keine Felder mehr. Springer D3 muss schon folgen. Springer schlägt und Bauer Dame schlägt. Das ist schon wieder mehr Bauern. Turm A2, ich glaube, auf solche Züge können auch nur Computer kommen, sich den von der Seite zu decken. Menschlich wäre vielleicht gewesen Turm B1 und dann B4. Da wird erstmal der Läufer angegriffen, der zieht sie nach G3 zurück auf das einzige Feld. Turm B8, Dame A6 schlägt der nächste und da, was macht man da? Damentausch anbieten, wenn man zwei Minusbauern hat. Und Turm D5, er versucht wohl jetzt auch sich einen Freibauern zu kreieren, Fragezeichen, ich weiß es nicht. Und Turm nach E8, A5. Der Bauer marschiert einfach straightforward zur Dame durch und A6 und hier noch A7. Alles geschenkte Züge. Läufer B8 wird da nicht so brüllermäßig viel bringen. Schwarz würde ja nur in Anführungszeichen die Qualität verlieren. Und jetzt kommt es schon. F4 fand ich auch nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Aber die ganze Sache ist ja eigentlich schon gelaufen. Muss man ehrlich so sehen. Und Läufer F2 deckt sich jetzt den Bauern ab. Läufer nach C1, der wird nicht mal lange auf dem Brett verweilen, G3, dann noch MG5 und jetzt kommt Turm C2, ganz gefährlich, der Läufer hat keine Felder mehr, muss Turm B1 kommen, Turm D1, der Läufer ist jetzt auch noch gepinnt, hat keine Schachgebote und ist einfach flüssig. A7 ist noch locker flockig abgedeckt und jetzt werden einfach weitere Türme getauscht und jetzt einfach, ja, das ist zu viel Material weniger. Ich weiß nicht, warum er weitergespielt hat, vielleicht weil er nicht wusste, wie man aufgibt, Turm B1 und Turm B8. Und das ist jetzt endgültig total pleite, diese Partie. Da gibt er aus sich auch geschlagen. Und nun auch schon die letzte Partie dieser Session hier. Der Amsterdam gewinnt damit alles. Chigorin-Verteidigung.
Ich finde das immer spannend, wenn die so Eröffnungsspielen, spielen, die nicht so von der Stange sind. E3 war schon nicht mehr im Buch. Und H3 und jetzt hier Läufer F5. Nach langem Nachrechnen. Und jetzt kommt D5 schlägt. D5 schlägt. Und jetzt Springer B4, da Springer A3 nicht mehr möglich ist. Das droht schon die Fork. Ja, Läufer B5 Schach, C6, Läufer A4, Springer D3 Schach wäre vielleicht noch das, ja, in Anführungszeichen Beste gewesen hier. Und E4 gibt jetzt erstmal den Bauern. Ja, und Bauer schlägt E4. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Das müsste doch eigentlich die Partie sein, wo der Computerkönig E7 ziehen musste. Ich weiß gar nicht, wo das kam. Ich glaube, hier kam Springer. In G4 kommt erst Läufer G6. Springer nach E5. Und das droht schon ganz hinterhältig. Dieses Dame A4 Schach, weil C6 Springer, Bauer Dame C6. Das ist auch nicht so möglich. Deswegen kommt hier schon König E7 und der Gegner hat sich wahrscheinlich im Oberwasser gesehen. Er hat sich schon als strahlenden Sieger gesehen. Das sieht ja auch sehr gefährlich aus. B3 Läufer A3 Schach oder solche Dinge. Aber gegen Computer sind gerade solche Stellungen nicht so einfach zu gewinnen. Das sind keine totalen Selbstläufer, um es mal so zu sagen. Springer nach E4. Das sieht schon gefährlich aus, wie der König in der E-Linie steht. C6 erstmal. Um den König theoretisch Felder zu schaffen. Wie D7 zum Beispiel. Läufer D2, Springer F6, bietet erstmal einen Springer zum Tausch an. Es ist immer günstig, in solchen Positionen Figuren zu tauschen, weil das sind Figuren, die der angreifenden Partei dann fehlen. Man nimmt den Gegner Angreifer und durch Wegtausch das dann immer zu empfehlen. Dame D6, ich hätte vielleicht eher Läufer D6 gedacht, aber Dame D6 kam für mich jetzt ein bisschen überraschend. Aber das ist ja nichts Neues gegen Schachcomputer. Dann König D8 jetzt. Allmählich konsolidiert sich die schwarze Stellung. Sieht immer noch ein bisschen mäßig aus, würde ich mal sagen, aber man kann zumindest hier durch die Partie wandeln, ohne dauernde Verlustgedanken zu haben. Ja, und was soll man hier machen? Es wird auch ein bisschen dauern. Weiß muss noch lange denken und überlegen. Und wird, ja, Turm E5. Und jetzt kommt F6. Lockert sich die Bauern. Schafft sich ein bisschen Polster, kann man das sagen, weil ja jetzt theoretisch F7 auch für den König möglich ist, also König F7. Und Turm E2 will wohl die Türme verdoppeln, deswegen Turm E2. Dann kommt erstmal Springer F4, der muss getauscht werden, vermute ich mal. Und Läufer D6 und der Gegner ist schon verzweifelt, dass er es einfach nicht schafft, in der Stellung was Brauchbares hinzubekommen. Und hier hat der Lippo sich ein bisschen geschmeidig vertan hier. Ich weiß auch nicht, hier habe ich wohl wieder die Stellung auf dem Brett hier. Jetzt kommt wieder Turm AB8, das hat er wohl gerade auch ausgeführt. Das habe ich wohl verpennt. Und Dame nach E6. Dame schlägt D4. Da nehmen die ganz trocken die Bauern raus, die Computer. Die kennen gar nichts drin. Die kennen ja keine Angst. Jetzt wird der Turm noch verdoppelt. Ja, und jetzt kommt der Verläufer E5. Will der Turm wegziehen, wieder von E2, wäre es matt. Und jetzt kommt auch schon die Verzweiflung. An dieser Stelle drehte der Gegner völlig durch. Schlug auf E5 den Bauern weg, gab an Damen, Schach und König C7. Und nichts hat er nüssemäßig null, bekommt er in dieser Position zurück und gibt sich geschlagen. Damit hat der Mephisto Amsterdam, der Weltmeister von 1985, seine Klasse bewiesen und alles gewonnen. Ich bedanke mich fürs Anschauen dieses Videos und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.